Gestern setzte OFC-Trainer Peter Neururer ein Zeichen und verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, gültig auch für die Regionalliga. Aber der vorzeitige Sturz dorthin sollte heute mit dem ersten Auswärtssieg verhindert werden. Und das ausgerechnet bei den heimstarken blau-schwarzen Mannheimern. Neururer sagte, das wird klappen, weil es klappen muss, und trat mit drei Stürmern an. Einer davon, Ladojo, sieht Simon. Optimaler Auftakt für die Kickers. 0:1 in der sechsten Minute. Zweites Saisontor von Stefan Simon, der heute im zentralen Mittelfeld ankurbelte. Aber bitter für den OFC, Ladojo verletzte sich bei der Vorarbeit zu diesem Tor und musste ersetzt werden. Oliver Roth kam für ihn ins Spiel. Die Mannheimer hatten Startschwierigkeiten gegen die sehr aggressiv spielenden Gäste. Erst nach einer Viertelstunde Gefahr. Fatmir Vata. Teba und Schoko im Glück. Selim Teba, einer von zwei 19-jährigen Waldhofbuben, die eine Chance bekamen. Der andere, Christian Fickert, spielte links in der Viererkette. Hohe Zweikampfquote in Halbzeit 1. Protzel, gefoult von Bundea. Das wurde von Schiri Weber mit der fünften gelben Karte bestraft. Aber er hätte gegen Cottbus wohl sowieso gefehlt. Kurz vor der Pause musste er verletzt gegen Stone ausgewechselt werden. Aber Sie sehen es, Bundea deutet in Richtung Strafraum. Dort liegt Dolzer am Boden. Was war passiert? Fernab aller Kameras hatte Fatmir Vata dem Offenbacher einen Ellbogencheck gegeben. Und dafür bekam er Rot. Waldhof nur noch zu 10. Auf die andere Seite. Ecke Offenbach, Matthias Becker. Dolzer verlängert und Simon verpasst. Die Kickers hätten beruhigender als 1:0 zur Pause führen können. Mit ständigem Vorchecking setzen sie die Gastgeber unter Druck. Die zweite Hälfte begann bunt. Handspiel von Sola, der hatte schon gelb, es folgte gelb-rot. Jetzt also 10 gegen 10. Die Gastgeber endgültig zurück im Spiel. Winsche. Klausch wird umgerannt von Simon und es gibt Elfmeter. Otto Winsche schießt gegen Gladbach, traf er zweimal unten links. Seite gewechselt, Erfolg der gleiche. Chokos Kummer ist verständlich, er hatte richtig spekuliert, es hat nichts geholfen. Mannheim jetzt wesentlich aggressiver und auch der Ball lief besser. Die Kickers bekamen das große Flattern. Rehm, Klausch. So einfach. Schneller als die OFC-Hintermannschaft. Das 9. Saisontor des Ungarn. 4 Weiße sehen zu, wie die gute Ausgangsposition verspielt wird. Und es drohte Schlimmeres. Konterchancen en masse für die Gastgeber in der letzten Viertelstunde. Klausch und Choco. Ein halbes Dutzend solcher Chancen hatte der SVB. Er war dem 3:1 wesentlich näher als die Gäste dem Ausgleich. Noch 10 Minuten, rasantes Spiel jetzt. Weiter Ball von Lars Schmidt. Pasieka lässt durch und Geismayer. Sein erstes Tor für den OFC. Es lag alles andere als in der Luft. Und es war ein Geschenk von Pasieka und von Torhüter Straub. Aber Sie sehen es, Offenbach wieder im Spiel. Jetzt stürmten sie ohne Rücksicht auf Verluste und sie hatten Möglichkeiten. Roth, Kohlinger, noch nicht vorbei. Wieder Kohlinger, Roth und die Wade von Cissé verhindert das 2:3. Die Schlussphase Herzinfarkt gefährdend. Wir sind in der 90. Minute. Eckeston, Geismayer, unfassbar, 2:3. Der war schon als Fehleinkauf abgestempelt worden und macht den Siegtreffer. Denn danach war Schluss. Offenbachs erster Auswärtssieg in einem Wahnsinns-Derby. Peter Lauterbach sprach mit dem Matchwinner. Wir haben alles versucht und sind Gott sei Dank damit belohnt worden, mit dem Sieg. Bleibt der OFC in Liga 2? Ich glaube schon, ja. Die Stimmung ist wie eigentlich vor dem Spiel. Mit dem kleinen Unterschied nur, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht es gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist. Ja, so einfach kann Fußball sein. Klar ist, Holger Geismayer lässt die Kickers wieder hoffen. Jetzt muss nur noch Konkurrenz St. Pauli mitspielen und die Minimalchance verkleinern oder vergrößern oder so. Peter Kohl, bitte.
Ja, vielen Dank. Also das war eine satte Portion in Sachen Kampf um den Klassenerhalt. Und eins ist mal klar, durch diesen ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison konnten die Kickers aus Offenbach an diesem Abend nicht mehr absteigen, egal wie St. Pauli in Cottbus spielen würde. Werfen wir mal einen Blick auf die Zwischentabelle nach diesen vier Partien in Sachen Klassenerhalt. Und da werden wir sehen, Karlsruhe nach wie vor abgestiegen. Die Fortuna aus Köln ebenfalls noch ganz dicke mit drin, 29 Punkte. Die sehen wir dann noch spielen gegen Borussia Mönchengladbach. Offenbach und die Stuttgarter Kickers jetzt punktgleich. Drei Zähler hinter St. Pauli. Mainz und Greuther Fürth, die beiden endgültig gerettet. 7 Punkte weg von den Stuttgarter Kickers und von Offenbach. Bei noch 2 Ausspielen stehenden Spielen, die sind also nicht mehr einzuholen. Wir machen gleich weiter mit 2 Vereinen aus einer Stadt, die